Jo, sorry, dass ich so schnell unterbrechen musste. Ich habe mal wieder nicht auf die Zeit geachtet. Ja, wir machen jetzt weiter mit dem Stern, das mit dieser Metallmütze. Und dafür müssen wir jetzt erstmal auf Nessis Kopf gehen. Auf seinen Kopf, lol. So, dreh mal. Nicht zu doll. Was soll das? Das Vieh fängt jetzt schon an, mich zu verarschen. Da links. So, mach mal hin. Ich hoffe, dass ich ja jetzt hier nicht abrutsche, sondern ja. Sehr schön. Da konnte ich einfach rüberspringen. So, jetzt sind wir in einem im Prinzip Bonus-Level. Und wir sind Metall Mario. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den grünen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen grünen Blöcken Titankappen finden, die dich unbesiegbar machen. Ja, ich weiß. Das weiß ich, dass ich Metal Mario werden kann. Damit kann ich dann unter Wasser gehen. Verliere keinen Atem mehr. Ja, das ist auch sehr nützlich. Und wie dieses Teil da schon gesagt hat, ich bin unbesiegbar in dem Ding. Als Metal Mario. Und jetzt habe ich auch schon den Schalter betätigt. Du hast den grünen Schalter aktiviert. Ja. Speichern. Und dann nehmen wir die mal mit. Und sammeln hier den geheimen Stern ein. So, zack. 5. 6. 7 und 8. Zack, da ist er auch schon. Und dann haben wir wieder einen weiteren geheimen Stern. Here we go. Und damit können wir jetzt auch in jeder Welt diese Metallkappe ja, mitnehmen. So, dann machen wir aber jetzt erstmal in dieser Welt weiter. Finde die 8 roten Münzen. Never mache ich das. So. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg hier lernen. Und dann sollten wir jetzt in so einen komischen, ja, in so einen Untergrund kommen. So, hier ist er auch schon. So, einfach mal hier runterrutschen. Und hier ist es so, wenn man in dieser, ja, in dieser gelben Luft steht, dann verliert man halt Atem, weil das so eine, ja, stickige Luft ist, sag ich, das nenne ich jetzt einfach mal so. Oder das ist vielleicht Gift, weil es ist ja die grüne Giftgrotte. Also muss es ja wohl Gift sein. Und ich laufe mal wieder im Kreis. Ja, geil. Dann habe ich eine der Münzen abbekommen. Egal, die wollen wir jetzt gar nicht sammeln. Sondern wir gehen hier jetzt längs. Und da oben ist dann jetzt auch schon eine Tür. Aber ich gehe erstmal hier längs. Jo, geil. So. Durch da. Fahrstuhl einmal nach oben bitte. Und da sollte dann ein weiterer Stern sein. Sollte. Ja. Ja, geil. 57. Wow. Durch das Nebellabyrinth. Okay. Es ist also Nebel. Nebel, der uns Leben ausraubt. Finde die 8 roten Münzen niemals. Das habe ich schon einmal gesagt, dass ich die nicht finden werde. Mensch, Mensch, Mensch. So, nein. Geil. Sowas muss ja natürlich auch mal passieren, ne? Mamma mia. Jo, dann wieder rein da. Ist ja nicht so schlimm, wir sind ja nicht sehr weit gekommen. Sei ja noch weiter am Anfang.
So, jetzt gehen wir hier wieder weiter. Dieses Mal lasse ich mich nicht vom Feuer treffen. Und durch die Tür. Und runter da. So, jetzt müssen wir wieder in dieses Nebellabyrinth. So wie es dieses Spiel sagt. Down. Ja, und da verlieren wir auch schon Leben, weil wir Nebel drinnen standen. So, da sind wir auch schon wieder Metal Mario. Dann werde ich ihn hier betätigen. Und wo geht das jetzt eigentlich längs? Da nicht. Da geht's längs. Okay. Er gibt doch eigentlich schon relativ gut Münzen hier. Uha! Da weiß ich schon mal, dass ich hier unten so ziemlich 50 Münzen bekomme. Auch schon mal gut zu wissen. Na, was geht? Als wenn mich Fledermäuse töten können. Never ever. So. Jetzt fahren wir ganz weit nach oben. Und ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo man schon am Anfang gesehen hat, dass da ein Stern oben ist. Und das ist ja auch jetzt die Stelle. So, dann greif dich mal da fest, Mario. Genau. So, und dann gehen wir da mal hin und nehmen uns einfach mal den 58. Stern. Kommen wir eigentlich ganz gut voran hier. So, da ist er. 58. Wahoo! Suche im Nebel den Notausgang. Hab ich gefunden, lol. Ja. Das war jetzt. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Was der dritte ist, weiß ich nicht genau. Gut. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde wohl jetzt alle 8 roten Münzen sammeln. Genauso auch alle 100 Münzen. Weil ihr habt ja gesehen, da unten bei diesem blauen Schalter kriegt man alleine schon 50, naja, nicht 50 Münzen. Oder doch? Könnte sogar gut möglich sein, dass man da schon fast 50 Münzen einfach so gratis bekommt. Und das sollte das dann alles mal hier ein bisschen einfacher machen. Gegner zu killen, sollte trotzdem nicht schaden. Da oben war jetzt, glaube ich, sogar noch ein blauer Schalter. Also es wird ja echt kein Ding, hier alle 100 Münzen einzusammeln. So. Jetzt haben wir hier so eine Plattform und jetzt kann ich bestimmen, in welche Richtung die fliegen soll oder schweben soll. Man muss hier immer auf diese komischen Pfeile hier drauf gehen. So, und jetzt ist natürlich Fail von mir. Na, geil, was mache ich? Ganz ehrlich, ich weiß selber gar nicht, was ich hier mache. Eins. Oh, geil. Nein. So, hallo. Auge. Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Stirb einfach nur, du Scheiß. Behindert das Auge. Danke. Die 5 Münzen brauchte ich jetzt aber. Wieso zieht mir das 2 Leben, wenn ich da jetzt nur von dieser kleinen komischen Säule runterfahre? Schon komisch. So, da hinten war noch ein Block neben dem Auge. Nicht da längs. Mann. Bin ich auch zu doof, um dieses Teil hier zu bedienen. So, da ist der Block. Da sollte eine weitere rote Münze drin sein. Yep. Oh, ne. Würde es diesen Bug hier nicht gerade nicht geben, dann wäre ich jetzt schon so oft runtergefallen. Das geht ja gar nicht klar. So. Komm. Stopp.
wieder der Bug. Oh, ich liebe dich, Bug. Ohne dich wäre ich so ausgeschmissen. Ja. Okay. So, vier. Da hinten ist noch ein Auge. Ja, dich kill ich auch gleich mal. Wenn ich dich jetzt da schon so sehe, so ganz einsam. Wie soll das bitte gehen, das zu... Ich weiß es. Aber es wird schwer. Und es frisst Zeit. Apropos Zeit. Ich muss ja wieder einen Schnitt machen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.